Hallo und grüße euch zu einer neuen Folge von Transport Fever hier auf My Blade. In der letzten Folge haben wir ja nun unsere Bretterlinie. Habe ich überhaupt Bretter eingestellt? Ja, ich war gerade erschrocken, dass ich es nicht gemacht habe. Eventuell nein. In der letzten Folge haben wir ja unsere Bretterlinie eingestellt von Osmannstadt Segewehr nach Osmannstadt Warenfabrik. Bretter haben wir schon. Jetzt geht es nur darum, dass wir Kunststoff anliefern oder Stahl. Wir werden Kunststoff anliefern, haben hier eine Ölquelle und hier haben wir eine Chemiefabrik, die hier aus Öl Kunststoff macht. Das ist sehr gut. Werden wir auch nützen. Verbinden diese aber per LKW. Und von der Kunststofffabrik werden wir, denke ich mal, mit dem Zug fahren. Die Frage ist nur, wie wir das anstellen wollen, weil hier ist es schön, hier ist ein Tunnel, hier könnten wir oben rüber. Und hier könnten wir uns eventuell irgendwie hier so reinmogeln, dann hier die Gleise mit nutzen und dann einfach so hier fahren. Müssen wir mal schauen, wie wir das am besten und schlauesten machen. Aber als allererstes mal die LKWs. Dafür brauchen wir eine hübsche Straße. Wir nehmen eine Landstraße, die mit 80 km/h reicht. Völlig aus. So. Nur stracks geradeaus. So ist völlig in Ordnung. Setzen hier ein Terminal. So. Und einmal hier. So. Machen es ein bisschen hübsch. Auch hier. Das Auge fährt denn schließlich mit, sollte es zumindest. So. Hier noch ein bisschen. Gut, dann haben wir das. Sollte relativ flott jetzt gehen hier. Das ist dann. Ups. So, Öl. Osmannstedt. Hoppala, ins Mikrofon gekommen. Ein Depot haben wir ja hier. Sehr schön. Straßenfahrzeuge kaufen. Güter. Denken wir mal, wir nehmen. Ach, Getreide. Ich denke immer, das ist ein. Ja. Ah ja. Müssen wir halt anderweitig gucken. Könnten auch die hier nehmen. Aber ich hätte gerne etwas, wo es ein bisschen Kapazität hat, weil ich mir vorstellen kann, dass wir dann doch ein ordentlich Öl kriegen werden. Wollen wir die hier nehmen? Wir nehmen die. Kapazität 75. Höchstgeschwindigkeit 100. Reicht. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Auch mal 6.
in Osmanstedt. Und da fahren sie. So. Ach. Ja. Ihr habt's schon gemerkt. Der Mika hat natürlich wieder Blödsinn gemacht. Oh, verdammte Axt. Ja. Das Öl, das Rohöl muss ja erst zu Öl gemacht werden. Das Zeichen ist ja auch hier. Hier ist das Zeichen. Ah. Ja, der Mika hat nicht auf. Ach, ja. Gut. Da können. ja. Der Mika ist. Na gut. Können wir alle wieder verkaufen? Der Mika hat Blödsinn getrieben. Unterwegsdepot, Unterwegsdepot. Gut. Ah ja. Geht natürlich nicht. Die brauchen ja kein Rohöl, die brauchen Öl. Und jetzt haben wir natürlich das Problem. Haben wir woanders noch irgendwie was? Müssten wir nämlich hier eine Zugverbindung machen, eine Güterlinie. Da hat der Mika und der hat letzte Folge noch so schön geträumt, hier, dass dann alles hier so funktioniert und, oder vorletzte Folge, besser gesagt. Ah ja. Hat er wieder mal nicht aufgepasst. Jetzt ist die große Frage. Ja, wo kriegen wir jetzt das ganze Öl her? Beziehungsweise das Öl, das Rohöl haben wir ja. Wo haben wir jetzt noch eine Fabrik hier in halbwegs vernünftiger Nähe? Oh, das sieht düster aus hier. Wir machen mal schnell die Signale weg, die irritieren. Ah ja. Nichts. Wir haben hier keine, außer die hier, die Ölraffinerie. Das heißt, wir müssen von hier nach hier. Wo ist er denn jetzt wieder hin? Da ist er. Von hier nach hier jetzt. Das ist natürlich komplett falsche Weg. Die Linie müssen wir auch noch löschen. Ja, bloß gut, ich habe es noch gesehen. Ansonsten hätte ich mich gewundert. Die Terminals können wir ja erstmal stehen lassen. Das heißt, das Öl muss von hier nach hier, damit es von da nach da wieder geht. Ja. Werden wir nicht drum herum kommen, das mit dem Zug zu machen und was anderes in der Nähe haben wir nicht, oder? Was natürlich auch eine Möglichkeit wäre, das Stahl hier. Zu verwenden. Haben wir noch. Dafür bräuchten wir aber auch noch Kohle. Also hier haben wir ja das Stahlwerk. Eisenerz haben wir hier. Wir brauchen aber noch Kohle. Ohne Kohle geht es nicht. Haben wir auch nichts in der Nähe, so wie es aussieht. Hier hätten wir eins, das ist aber sehr, sehr weit weg. Ah ja. Gut. Ja, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig, als dass wir. Aber wir brauchen ja. Genau. Kunststoff oder Stahl. Bretter
Brauchen wir sowieso. Ach, hier ist Kohle. Gar nicht gesehen. Mensch, was haben wir für ein Glück. Kohle ist da. Sehr schön. Hier und hier. Und dann nach hier. Das würde ich sogar fast eher machen. Das wird dann hier so hinten dann hier so rumgehen. So hier. Und Eisenerz, das hier, das könnten wir, obwohl, nee, das ist doch ein etwas weiterer Weg. Ich wollte gerade sagen, das könnten wir vielleicht sogar mit LKWs machen. Da würde ich die Schienen hier, aber glaube ich, obwohl, hier ist bloß eine Linie drauf. Hier, was man, die habe ich doch gelöscht. Oder nein? Jetzt habe ich dich gelöscht. Wir könnten die Gleise hier mitnutzen. Hier so rein. Das Stückchen. Und dann hier so. Die Gleise würde ich aber in Ruhe lassen. Das ist ja für unsere... Wo ist er denn? Für unseren Airport-Zubringer hier. Ist jemand drin? Immerhin eine Person. Auch nicht schlecht. Oh. Wie alt ist sie jetzt? Da sieht man sich schlecht. 51? Hat noch gar keinen Fahrzeugersatz. Na, machen wir das mal schnell. Was bist du? Die BR 610. Triebwagen, wir können ja laufen lassen. Du bist ein Diesel. Die BR 610. Wo ist jetzt hier der Unterschied? Wir nehmen dich jetzt hier. Ein und wir ersetzen auch sofort. Gut, dann machen wir das so. Was bauen wir denn aber als erstes? Als allererstes würde ich sagen, die Kohle. Stopp, wir machen es anders. Wir setzen zuerst den Bahnhof. Müssen wir mal gucken, wie wir den Bahnhof hier setzen. Weil wir hier Höhenunterschied haben. Dafür brauchen wir auch wieder drei Gleise mindestens. Wir vorschlagen. So schön ran hier. So. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen dann. Bauen wir erstmal den Kohle. Wo ist denn die Kohle schon wieder hier? Bauen wir erstmal die Kohle-Linie. Könnten wir eigentlich so machen. Auch gefällt mir. Frage ist, wollen wir nur einen Zug oder doch zwei? Ich denke mal doch zwei. Kommen wir hier so durch? Nein.
Warum nicht? Oder ist das noch... Ah, ist noch Flughafen. Könnten theoretisch auch so. Ja, da würden wir aber hier kreuzen. Ich will aber nicht kreuzen. Wir machen das mal so hier. Was ist denn das hier schon wieder? Ah ja. So. So sieht es schon ein bisschen besser aus. Na ja, hier ist ein kleiner Huckel drin, aber... Oder wir kreuzen doch. Ich glaube, ich habe sogar eine kleine Idee. Voilà. Gleise brauche ich natürlich. Wie wäre es, wenn wir dann hier so reingehen und dann so hier lang? Ich glaube, das machen wir. Es gibt sogar eine Brücke, einen Tunnel hier, okay. So. Hier aber. Gibt es eine Weiche? Ja. Okay. Ich setze es einfach mal hier ran, mal gucken. Ja, ist okay. Wir werden... Ich überlege gerade. Wir werden das so hier machen. Wir werden Ausweichstrecken bauen. Beziehungsweise... Ja, doch, Ausweichstrecken. So. Damit hier zwei Züge verkehren können. Hier dann bitte wieder eine Straße. Ha. Muss das sein?
Warum will der jetzt hier wieder so einen Huckel machen? Hier so ein fieses Ding hier. Leicht. Wie sieht's hier aus? Da will er auch seinen Huckel machen. Gibt's doch nicht. Wie machen wir den hier? Geht nicht. Danke. Ja, weil es hier so hoch geht. Obwohl, so geht's. Ja, das geht aber ein bisschen schöner hier. So. Ich sagte schöner. Wieso? Warum kann das nicht hier so schön? Ja, dann machen wir es halt so. Genauso hässlich. Ja, dann halt so. Es sieht genauso bescheuert aus, aber ich ärgere mich jetzt nicht mehr damit rum. Hier. Machen wir noch den hier. Signale. So. So. Ich überlege gerade. Theoretisch sollte das eigentlich reichen. Hier können wir noch den hier nehmen. Also wenn es hier, egal wie jetzt fährt, es kann aber sein, das kann gut möglich sein, dass hier, dass die sich hier aber gegenüberstehen könnten. Ich weiß es nicht, ob das wirklich passiert. Aber wir brauchen das Signal hier. Oder wir lassen das hier weg. Dann haben wir aber
recht langen Abschnitt hier, der dann nicht befahren werden kann. Aber ist, denke ich mal, sind wir auf der sicheren Seite. So. Wir brauchen ein Depot. Haben wir hier nicht. Aber erstmal brauchen wir auch die Linie. Kohledammbach. Gut, haben wir das. Den Zug, den kaufen wir dann in der nächsten Folge. Wir werden irgendwas Kleines nehmen, also auch natürlich auf 240 Meter Strecken, aber irgendwas, was nicht so schnell ist, weil das ist eine relativ kurze Strecke. Das funktioniert auch so. Ja, ja, mal schauen. Gut. Folge ist zu Ende. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen. Bis dahin bleibt mir nichts anderes zu sagen als lasst euch gut gehen. Macht das besser aus eurer Zeit. Hoppala, weg hier damit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut. Ciao, ciao.